So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sachenbau hier am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks, Forza Horizon 1, Video Nummer 119. Ein Video, was jetzt nichts mit Rally zu tun hat, sondern eins, was ich jetzt dazwischen packe, weil ich ja Neuaufnahmen von zwei anderen Videos machen musste. Doch gleich mal vorerst aufgebockt. Den Verweis auf die unbezahlte Werbung aufgebaut. The Diker Rush, die Mietwerkstatt in Gäufelden. Alles hierzu natürlich wieder in der Videobeschreibung. Ja, einfach anrufen, Termin ausmachen, hinfahren, auf die Hebebühne, am Auto schrauben, Teile wechseln, reparieren, was gemacht werden muss. Wieder runter von der Hebebühne bezahlen, die angefangene Stunde 25 Euro und zufrieden nach Hause fahren, weil man alles selbst gemacht hat und nicht von einer Werkstatt über den Tisch gezogen wurde. Dann vorweg würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Bauer ist am Start, Sergeant Bauer hat ein Video hochgeladen, Sergeant Bauer ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. So, meine Freunde, jetzt zum Eigentlichen. Ich habe ja gerade zwei Neuaufnahmen machen müssen, zwei Videos neu aufnehmen müssen, weil das Render-Programm irgendwie spinnt, keine Ahnung. Die nächste Premiere, wo lief, der lief dann einwandfrei, war das Video komplett in Ordnung und jetzt schauen wir mal, wie das weiterläuft mit den nächsten Premieren, die da noch anstehen, die dann schon gelaufen sind, wenn ihr dieses Video zu Gesicht bekommt. So, da wir jetzt auch im Hauptspiel drin sind, durch die zwei Neuaufnahmen, habe ich jetzt mal Karte abgeglichen mit einer Karte im Internet nach den Rabatttafeln, die werden wir uns holen. Dann haben wir noch eine Anzeige gekriegt hier wegen einem Scheunenfund. Den werden wir uns auch in diesem Video jetzt noch schnell holen. So, ich habe mal den ersten Punkt markiert, den zweiten Punkt habe ich mir natürlich abfotografiert und dann schauen wir mal. So, dann fahren wir jetzt einfach mal dahin. Jetzt gehen wir wieder in den Filter rein. So, dass wir vielleicht nicht so weit reißen müssen. Nicht so weit fahren müssen, deswegen reisen wir jetzt hier hin. Ja, das soll nämlich eine Rabatttafel sein, sich verstecken. Die gehen wir jetzt natürlich holen. So. Dass es auch mal erledigt ist. Ist jetzt ein bisschen so ein Durcheinander. Aber. Ja, was soll man denn machen? Was für ein Drift, Freunde. Was für ein Drift. Zumindest habe ich nicht lange suchen müssen. Auf der Karte im Internet. Jetzt sind die Kopfhörer gerade ein bisschen zu laut. So, da vorne muss jetzt dann irgendwo die Rabatttafel sein. Entweder hier oben. Aber das sieht nicht so aus. Die ist nämlich jetzt unter mir, müsste die sein irgendwo. Unter mir. Das heißt, jetzt müssen wir hier irgendwie wieder runterkommen. Oh, ich habe da gerade was gesehen. Ach nee, das ist keine da vorne. Ich dachte, da vorne ist die Rabatttafel. Ist aber nicht. So, jetzt fahren wir hier wieder runter. So. So, die soll hier jetzt dann irgendwo sein. So. Und da ist sie ja. Da ist sie. Da ist die erste Rabatttafel, die uns fehlt. Zack. So. Oh, ich sehe gerade. Uns fehlt dann noch eine. Uns fehlt noch eine. Es sind sogar drei gewesen. Drei fehlen uns jetzt noch. Was? Drei fehlen uns jetzt noch. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, jetzt fahren wir schnell zum nächsten Punkt. Den habe ich mir hier oben. Da muss hier irgendwo sein, bei Carson. So, da können wir bestimmt auch eine Schnellreise hin verwenden. Genau, sag ich doch. So, da reisen wir mal schnell hin. Da oben ist auch dann gleich der Scheunenfund. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier muss irgendwo die Rabatttafel dann sein, hier vorne.
So, wir müssen jetzt hier gucken. Da in der Nähe des Blitzers soll die Rabatttafel sein. Jetzt fahre ich nämlich gleich erstmal hier rein. Ich glaube, ich habe es gerade gesehen. So. Da vorne ist sie. Da haben wir sie. So. Jetzt fehlen uns immer noch zwei Rabatttafeln. Ist doch scheiße, ist doch das. So. Gut. Ich schaue nochmal auf die Karte. Werde das Video dann natürlich zusammenschneiden müssen. Ich schaue mal kurz, wo die anderen zwei Rabatten, beziehungsweise wir könnten schnell den Scheunenfund holen. Das soll ja hier irgendwo sein. Hier oben. Da fahren wir jetzt mal schnell hin. Das macht man nicht alles. Für die Zuschauer. Fehlen uns doch noch zwei Rabatttafeln. Ich dachte, wir hätten die fast alle. Ich dachte, es würden nur noch zwei fehlen. Fehlten noch vier, Alter. Ha. So, hier muss jetzt irgendwo dann der Scheunenfund sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist eine Scheune da hinten. Kommen wir aber so nicht hin. Und ich weiß aber auch nicht, ob das die Scheune ist. Das müssen wir jetzt gucken. So. Vorne ist da vor und rechts, genau. So, es könnte die Scheune sein. Hier sind noch mehr Häuser. Da kommen wir aber aktuell nicht rein. Wir müssen jetzt gucken, wo wir hier reinfahren können. Aber sieht nicht so aus. Hier können wir rein. Nein, können wir nicht. So, auf der Suche nach dem Scheunenfund. Ja, genau. Okay, jetzt müssen wir umdrehen. Da können wir auch nicht reinfahren. So, das ist das, was man dann immer gucken muss bei Scheunenfunde, wo man reinfahren kann, wo nicht. Hier nicht. Das ist die Scheune vielleicht da hinten, ha? Mal gucken, konnten wir da rein? An der Leitplanke vorbei? Ne, kommen wir nicht durch. Da bräuchten wir ein Motorrad. So. Wir gucken halt, wir suchen nach den Scheunen. Da unten ist auch eine Scheune. Zu der können wir aber auch nicht runter. Und zu der? So, wir fahren jetzt hier rein. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht runter. Auf der Suche nach dem Scheunenfund. Okay. So. Hier können wir rein. Könnte ja vielleicht hier sein. Und da ist er. Da haben wir den Scheunenfund, meine Freunde. Oh, ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Sie haben eins der seltensten Autos der Welt gefunden, den Shelby Daytona Coupé. Im Moment sieht er nicht wie ein Sieger aus, aber ein bisschen Fürsorge und sie werden... Fehlen uns immer noch zwei. Versprochen. Okay. So, okay. Dann fehlen uns immer noch zwei Scheunenfunde und uns fehlt noch zwei Rabatttafeln. Das heißt, wir müssen jetzt hier einen Cut machen und dann muss ich gucken, wo die nächsten zwei Rabatttafeln sind, meine Freunde. So, meine Freunde, ich habe die Karte jetzt nochmal abgeglichen, wo die sind.
Zwei Rabatttafeln, die sind sehr, sehr weit weg. So, wir müssen natürlich wieder den Filter umstellen. So, die eine ist hier unten, da können wir jetzt gleich mal hier hinreisen. Und die andere ist wieder an einem anderen Fleck der Karte. Wir fahren da hin und hoffen, dass auch noch ein Scheunenfund kommt. Genau, der letzte war es noch nicht. So, 900 Meter. Du machst schon Abflug. So. So, ah, das ist uns egal. So, jetzt muss, soll hier dann irgendwo eine Rabatttafel noch stehen. So. Hier soll noch irgendwo eine sein in diesem Gebiet. So. Und da steht sie schon. Boom. So, eine fehlt uns noch. Das habe ich mir abfotografiert, wo das nochmal ist. Das war hier oben irgendwo. So, genau, hier, wo der Blitzer ist, da in der Gegend, nein, nicht wo der Blitzer ist, hier soll noch eine sein, in der Gegend. So. Dann fehlt uns natürlich nur noch Scheunenfund. So, jetzt soll hier irgendwo eine Tafel stehen. Hier in dieser Gegend. Muss man jetzt aber auch, denke ich mal, irgendwo reinfahren können. So wie jetzt hier zum Beispiel. Und da steht sie. Haha. Bumm. Da haben wir sie. 20G, Schlussverkauf. So, Schlussverkauf. Bezahlen Sie niemals für ein Upgrade. Sehr, sehr wichtig, sind 20G. Aber wir bezahlen jetzt nichts mehr für irgendwelche Upgrades. Jetzt fehlen uns nur noch die Scheunenfunde, die restlichen zwei Stück. Ich weiß aber nicht, wie die auftauchen. So, das haben wir ja geschafft, ne? Jetzt war es eigentlich Zeit für einen Scheunenfund. Ich weiß aber nicht, wann die auftauchen, was man da machen muss. So, aber wir haben das jetzt alles. Wir haben die Rabatttafeln alle gesammelt. Wir haben noch einen Scheunenfund gefunden. Das heißt, wir sind am Ende des Videos angelangt, bis wir den Scheunenfund abholen können. Keine Ahnung, wann wir den kriegen. Fotomodus, Nachrichtenzentrale, was gibt's denn da? Ja, genau, geht nichts. Okay. Sponsoren, Herausforderungen, was haben wir denn da noch zu machen? Das haben wir fertig. Sprungherausforderungen, 400 Sprungfähigkeiten, sie werden nehmen, sobald alle vier Räder in der Luft sind, da fehlen uns noch ein paar Stück. Vielleicht kriegen wir so auch die Dinger. E-Drift-Herausforderungen, mindestens 10 Meter seitwärts zu schleudern. Okay, da fehlen uns auch noch welche. Überholen, fehlen uns auch noch welche, das heißt, da müssten wir sogar noch ein paar Rennen fahren. Windschatten fehlt uns auch noch ein bisschen was, gell? Jawohl. Infektionsherausforderungen können wir nicht machen. Königherausforderungen auch nicht, weil es die Server nicht mehr gibt. Draufgänger fehlt uns noch ein bisschen was, genau. Seitenstreifer fehlen uns noch ein paar Stück. Schleudern fehlt uns auch noch. Über 9000 fehlt uns auch noch. Und das war's dann. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie man die Scheunenfunde noch freischalten kann. Mein Profil, Optionen, Statistiken, können wir gucken, genau, Spielfortschritt 100%, ne, fehlen noch Scheunenfunde, hier können wir nichts gucken, Entdeckungen, entdeckte Scheunenfunden 7 von 9, zerstörte Rabattschilder, haben wir 100 von 100, entdeckte Straßen 216 von 216, ausgelöste Blitzer 22 von 22, ausgelöste Geschwindigkeitszonen 9 von 9, entdeckte Horizon Außenposten 10 von 10, PR-Stunts beende 30 von 30, so, Rekorde, uninteressant. Rennen haben wir auch alle. Außer Rennbegegnungen haben wir noch nicht gemacht. Online Level 1, ja, wir können ja nicht online fahren. So. Also, uns fehlen noch zwei Scheunenfunde und ich hoffe, dass die auch noch irgendwie kommen. Ich bleibe da auf dem Laufenden. Ich gehe immer wieder mal rein ins Spiel, ist klar. Aber jetzt sind wir mal mit dem Hauptspiel. Sind wir jetzt
schon mal fertig, würde ich sagen. Ja, meine Freunde. Das heißt dann, wir sind am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, das klappt auch jetzt mit dem Rendern. Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon sendet den Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xstgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bettdecke, spielt nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner, Partnerin machen, alles andere ist ekelhaft. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder, macht's gut und bis dann, ciao, ciao.